verstehe, dass ihr mit dabei seid bei dem neuen Video von mir. Ich habe es jetzt schon ein paar Mal in die Kommentare gelesen, dass ihr ein Häufter-Video von der Charlotte haben wollt. Ja, das letzte Video ist jetzt, glaube ich, 3 Jahre her oder sowas. Also seit ich den Kanal angefangen habe, also gestartet habe. Ja, wenn ihr da die Häufter sehen möchtet, die sie da gehabt hat, dann setze ich euch den Link ein oder ihr möchtet es, also den Link in die Infobox. Und wenn ihr selber suchen möchtet, dann müsst ihr ganz runter scrollen. Und ich glaube, dass es das dritte Video oder so ist. Und jo. Ich habe das jetzt in 3 Kategorien aufteilt, das Ganze. Also zuerst seht ihr die Häufter, die wo sie heute schon lang hat. Dann die Neuern. Und am Schluss habe ich mir die, wo sie sich mit der Bolle teilt. Genau. Dann fangen wir an. Dann kommt das erste. Das ist das in Gelb. Und das hat da die Glitzersteine. Ich wollte aber auch nicht, ob das schon drüber war vor 3 Jahren. Ich habe die irgendwann zwischendrin mal verschönert. Genau, das hat einfach grüne Glitzersteine. Genau, an der Nase ist es da weiß unterlegt, gepolstert, genauso wie herum am Genick. Dann haben wir einmal da in Türkis, das mit den Herzen. Genau, das ist da hier vorne schon ein bisschen ausgeblichen. Und das ist vom Krämer und der große Pony. Dann haben wir uns in Dunkelblau, beziehungsweise Marine nennt sich die Farbe. Und das ist auch vom Krämer und in der Größe Pony. Und dann hat sie noch das in Rot mit den weißen Glitzersteinen. Genau, das müsste auch die Größe Pony sein. Dann kommen wir zu den 2 Häufter. Die Neisern, die ich ihr gehabt habe. Also so nice sind sie jetzt an oder aber sind nice. Da haben wir einmal das da. Das ist beige, grau und blau. Ich hoffe, ihr kennt das sehen. Das ist auch vom Krämer, also von Showmaster. Und in der Größe Pony. Ja. Da herunten vom Verstellen und da herum. Genau. Und ich finde das mega, mega schier an ihre. Dann kommen wir zum anderen. Das hat sie nämlich gerade aktuell auch. Einmal in Schwarz. Das ist vom Löschdau. Und hier. Auf Pony. Genau. Ich würde unbedingt Schwarz haben, damit sie mit Bolle im Partnerlook gehen kann. Und dazu hat sie einfach irgendwie irgendwelche Stricke, die ich einfach mit Bolle nicht verwendet. Genau. Dann kommen wir schon zu den Häufter, die sie sich mit der Bolle teilt. Einmal das in rosa. Das schaut wirklich so aus mit diesem silbernen Pferdchen drauf. Ich glaube, dass ihr das auch noch kennt aus dem Vordreier-Video. Ja, und das ist eben im Kopf, aber da herum so passt es genauso. Genau. Dann kommen wir jetzt zu den neuesten, die sie sich mit Bolle teilt. Ja. Das da war ursprünglich für sie gedacht. Ist aber jetzt auch gerade auf sie eingestellt. Genau, aber es passt Bolle genauso, also teilt sie sich auch. Das ist in so einem Grün. Ja, in der Kamera schaut es ein bisschen heller aus, als es ist. Aber ja, und das ist Fake Fell und von USG. Dann teilt sie sich mit der Bolle dieses. Hallo? Hier. Dieses rubinrote Häufter mit den Herzchen. Das ist aus dieser Herzchenkollektion von Krämer. Und ja, wie gesagt, das passt genauso gut. Und es ist eben ein Cup und wenn man es ganz genau macht, dann passt es auch Pony, also ein Esel. Und dann kommen wir schon zum letzten.
Das ist wieder in so einem Blauton. Auch das ist mit Herzchen. Und ja, nein, das ist nicht das letzte. Und das ist eben auch so. Moment, ich habe eins vergessen, nämlich. Das ist mir gerade eingefallen. So, ich habe das Teil, das ich auch noch mit Bolle. Nur ich habe nur kein Loch gemacht für Charlotte. Genau, weil es Bolle auch gehabt hat. Ja. Das hat auch so einen Blauton und das sind die Herzen eben so in so einem grünen Ton unterwegs. Ja, ist ein Krab und die passen tatsächlich beiden so. Genau. Ja, dann hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat und bis zum nächsten Mal. Pfiat euch!